Hallo Unioner, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Bei uns heute zu Gast Milo Pantovic. Milo, herzlich willkommen im schönsten Studio, auf alle Fälle des ersten FC Union Berlin, aber ich würde auch sagen im schönsten Studio der Bundesliga. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, wie war das Training heute? Du hast noch Training. Danke erstmal für die Einladung. Ja, wir haben jetzt gleich um 2 Uhr Training, ja. Okay, dann kann ich dich nicht fragen, wie das Training war, aber wie geht's dir denn sonst? Mir geht's super, danke. Jetzt mit 3 Punkten in der Tasche, mit so einem schönen Sieg. 2 freie Tage, also hätte nicht besser sein können. 2 freie Tage sogar. Zwei frei, ja, wir wurden belohnt vom Trainer. Mussten wir ein bisschen verhandeln in der Kabine, aber wir haben es durchgekriegt. Sehr schön. Milo, Heimspieltagsinterview heißt immer, wir wollen jetzt mal die ganz dunklen Sachen aus dem Keller rausholen, deine Leichen ausgraben. Bevor wir damit anfangen, zum Warmwerden 5 kurze Fragen. Yes. Regen- oder Schönwetterfußballer? Ich habe die Mischung, glaube ich, beides. Also die Sonne darf scheinen, aber es soll ein bisschen regnen? Kann gerne regnen, kein Problem. Okay. Das wollte ich schon immer einmal machen. Aus dem Flugzeug springen. Mit Fallschirm, bitte. Mit Fallschirm, ja. Selbst kochen oder essen gehen? Definitiv essen gehen. Weil du nicht kochen kannst, oder? Ja, es wäre gefährlich, glaube ich, für mich und für die Wohnung. Also ich weiß nicht. Wird nicht so gut ausgehen, glaube Hast du eine Küche in deiner ich. Wohnung? Ich hab eine Küche, ja, aber die wird nicht oft benutzt. Okay. Was war der größte Schaden, den du verursacht hast? Wahrscheinlich ein Autounfall. Okay, nee, das ist aber nicht schön. Ich Nee, ist dachte nicht jetzt schön. irgendwie mit dem Fußball eine Scheibe eingeschossen Ja, oder so. okay, da gibt es eine andere Geschichte. Als ich klein war, die erzählt mein Vater immer, war ich mal bei ihm in der Firma zu Besuch und dann, ich weiß wirklich nicht, wie klein ich war, vielleicht 6, 7 Jahre und da war so ein Kieselstein auf dem Boden und ich habe den einfach weggetreten und der ist Richtung LKW geflogen und hat so ein Licht kaputt gemacht. War halt teuer für meinen Vater, für mich jetzt nicht, aber das ist vielleicht noch so ein Schaden, den ich verursacht Aber habe. nicht schlecht, mit so einem Kieselstein einen Scheinwerfer zu treffen, ist jetzt so. Ja, aber Zeigt war dein keine Absicht. fußballerisches Nee. Also Vermögen. jetzt könnte ich lügen, aber es war keine Absicht. War einfach nur weggetreten. Welche Frage nervt dich nach einem Spiel am meisten? Wieso hast du nicht gespielt? Oh ja, das Ja, kann ich das ist verstehen. sehr, sehr nervig. Das stimmt. Gibt's auch nicht viele Antworten drauf. Ich wollte nicht. Meistens Heute nicht. ignorieren. Heute hatte ich keine Lust. So, es waren auch schon 5 kurze Fragen. Okay. Ich würde gerne mit deiner fußballerischen Karriere anfangen. Da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Du bist jetzt nicht so ein Wandervogel, der schon in 35 unterschiedlichen Vereinen gespielt hat. Du hast angefangen, und ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich es wahrscheinlich nicht richtig ausspreche, Dagelfing. Ja, ist richtig. Ja? Ja. Sag du das mal. Das klingt bestimmt schöner. Dagelfing. Okay, na, klingt genauso. Und Dagelfing. über Oberföhring. Dann ging es aber auch schon mit 11 Jahren zum FC Bayern. Ja. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du die Nachricht bekommen hast, dass du zu Bayern wechselst? Da gibt es eigentlich sogar 2 Nachrichten, weil die wollten mich schon haben, wo ich eigentlich mit Fußball angefangen habe. Da war ich 5. Und da habe ich halt so angefangen mit Fußball zu spielen. Da war irgendein Turnier und dann wurde mein Vater angesprochen, ob ich mal zum Probetraining vorbeikommen will. Und ich konnte nicht, weil mein Bruder war damals, wo ich 6 war, war er 14. Das heißt, er konnte mich nicht fahren, meine Mutter hatte keinen Führerschein und mein Vater hat den ganzen Tag gearbeitet. Und da München jetzt relativ groß ist wie Berlin, hatten wir nicht die Möglichkeit, dass ich zum Training fahre. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, es geht einfach nicht. Ich war da schon ein bisschen enttäuscht zu dem Zeitpunkt, weil Bayern ist halt Bayern. Hat er aber gemeint, egal, mach dir keine Sorgen, wenn du die Qualität hast, dann kommen die in ein paar Jahren nochmal. Und so ist es dann wirklich gekommen. 5 Jahre später haben die nochmal angerufen. Und dann bin ich zum Probetraining dahin gefahren. Haben Und die dich die dann, ganze Zeit beobachtet oder wie war das? das weiß ich wirklich nicht. Also wahrscheinlich schon, die haben ja da ihre Scouting-Abteilung, vor allem in diesem Münchner Bezirk, da entgeht denen wahrscheinlich kein Spieler. Und ja, dann haben die mit 11 Jahren einfach nochmal angerufen und dann waren die ganzen Bedingungen anders. Mein Bruder konnte mich fahren, mein Vater konnte sich so die Arbeit ein bisschen anpassen und dann haben wir die Zusage gegeben. Wie aufgeregt warst du, als du das erste Mal zum Training hingegangen bist, zum Schon, Probetraining? weil es halt alles eine andere Hausnummer ist. Jetzt Dagelfing und Oberföhring waren 2 sehr, sehr kleine Vereine. Das war auch mehr so Freizeit, Spaß und dann gehst du halt dahin, dann beginnt sofort der Wettkampfdruck. Bist du vielleicht nicht mehr der Beste in der Mannschaft, sondern sind halt auf einmal alle auf dem gleichen Niveau. Also ist schon eine große Umstellung. Dann auf einmal trägst du das Bayern-Wappen auf der Brust. Also ist schon eine andere Hausnummer. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, das war ein ganz anderer Druck auf einmal. Hast du da schon realisiert, dass es was werden könnte mit dem Fußball? Also es ist ja schwierig, in dem Alter das richtig einzuordnen und realistisch einzuordnen vor Ja. allem. Aber ist es trotzdem schon so, dass man denkt, okay, ja, doch, könnte was werden? Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, damit hat man sich erst so. Oder damit habe ich mir erst Gedanken gemacht, da war ich vielleicht so 16, 17, wo es dann wirklich so Richtung Profitraining geht.
Aber so mit 11 ist es echt schwer zu sagen. Da war eigentlich der Spaß noch im Vordergrund. Jetzt kann man sich das als Außenstehender immer relativ schwer vorstellen. Der Leistungsdruck ist relativ hoch. Du sagst, dass du bist nicht mehr der Beste auf einmal. Jetzt ist es irgendwie kein Hobby mehr so richtig, sondern da ist schon ein Druck dahinter. Vermisst du es eigentlich, dass es dann kein, oder hast du es vermisst, dass es kein Hobby mehr war, sondern schon du deine Leistung auf den Platz bringen Nee, musstest? eigentlich nicht, weil es halt einfach was Neues ist. Man lernt neue Menschen kennen, man lernt neuen Verein kennen, die neue Identität von dem Verein. Und am Ende des Tages will man ja oben ankommen, weil man guckt sich ja Spiele im Fernsehen an und dann sagt man sich, boah, ich würde da schon gerne mal mitspielen in so einem vollen Stadion oder um Titel spielen oder was auch immer. Deswegen war ich da eigentlich schon froh, dass es geklappt hat. Aber es war halt einfach anders. War halt einfach anders, da jetzt einfach damit umgehen zu müssen, dass man eigentlich jedes Spiel gewinnt, wäre ich vielleicht zu einem anderen Verein gegangen, da hätte man auch vielleicht über Niederlagen hinwegsehen können. Aber bei uns war es halt bei Bayern schon so, mit 12, 13 war es schon, du musst jedes Turnier gewinnen, du musst jedes Spiel gewinnen, so hoch wie möglich gewinnen. Verlieren geht nicht, verlieren zählt nicht. Und ja, muss man halt relativ früh lernen, damit umzugehen. Es wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Du hast ja keinen Vergleichswert jetzt in dem Sinne, dass du an dem anderen NLZ oder so warst, sondern du warst von Beginn an immer beim FC Bayern. Also würdest du schon sagen, der Druck ist höher als am NLZ vom 1. FC Union Berlin. Natürlich wollen wir auch jedes Spiel gewinnen, aber es Ja, ist ja. nicht dieses, du musst. Ich glaube schon, weil du halt einfach daran gemessen wirst. Genauso wie in der ersten Mannschaft zählen halt einfach nur Titel und Siege. Und so ist halt auch noch in der Bayern-Jugend, weil egal wo du hinfährst, du wirst halt dann einfach als die Bayern-Jugend gesehen. Es wird einfach erwartet, dass du jedes Spiel gewinnst, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht realistisch sind, weil die Jungs vielleicht physisch weiter sind oder in dem Moment einfach eine bessere Generation haben. Aber das war schon so, dass der Druck relativ hoch war, ja. Aber wie geht man dann in so einen Momenten dann mal mit einer Niederlage um? Also wie sieht es dann aus? Kommt man dann in die Kabine und dann gibt es besonders Ärger? Oder, also jetzt mal überspitzt Ja, formuliert, also wie gehst du dann damit um als so junger Spieler? es gab schon ab und zu Ärger, hängt auch immer vom Trainer ab. Klar gibt es da andere Charaktere, aber da wurde es auch schon mal lauter in der Kabine und damit muss man auch lernen umzugehen, weil es habe ich bisher so nie gekannt, dass man vielleicht mal angeschrien wird oder, weil wie gesagt, es war einfach in der Jugend davor bei Oberförding und Daglfing, ich will nicht sagen Spaß, aber es war halt so Hobby, man trifft sich da mit Freunden, man kickt ein bisschen, gewinnt, gewinnt nicht. Okay, weiter geht's. Und bei Bayern war es halt dann wirklich so, wenn man mal Scheiße gespielt hat, dann musste man das auch wirklich alles analysieren. Dann ist erst mal Taktiktraining und so. Dann hat man schon gemerkt, okay, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als nur zum Training zu kommen, ein bisschen zu kicken. Wann fing das mit dem Taktiktraining schon an oder mit der Analyse auch vor allem im Oh, jetzt so Nachwuchsbereich? Videoanalysen haben wir jetzt nicht in dem Alter gemacht, aber Taktik und so ging sofort los, wo du Großfeld gespielt hast. Ich glaube, das war dann so um die U12 rum. Okay. Ja. Hast du einen besonderen Trainer da vielleicht gehabt, der dich da auch nachhaltig geprägt hat? Boah, ich hatte viele Trainer. Das Ding ist halt, in der Jugend hast du meistens Trainer nur ein Jahr. Ja, wenn du nur ein Jahr zusammenarbeitest, ja, ist es schwer, vielleicht irgendwie dann so eine ganz, ganz krasse Beziehung aufzubauen. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich viele tolle Trainer bei Bayern, und ich konnte da sehr, sehr viel mitnehmen. Hat es trotzdem Vorteile, dass man nur ein Jahr lang einen Trainer hat? Oder ist es eigentlich nur ein gewisser Nachteil, wenn man sich nicht so richtig daran gewöhnen kann, weil man immer wieder sich auf neue Charaktere einstellen Ja, es muss? ist schwer zu sagen, weil du musst ja erstmal die Philosophie vom Trainer schlucken und probieren, die umzusetzen. Und es dauert halt meistens ein paar Wochen, Monate vielleicht. Dann bist du auch hier und da mal vielleicht verletzt und dann ist es nach einem Jahr. Ein Jahr geht halt schnell rum, vor allem im Fußball, weil es nicht mal ein ganzes Jahr von 12 Monaten ist, sondern nur vielleicht 10 Monate oder 9 Monate. Ja, kann man von beiden Seiten betrachten. Kann man von beiden Seiten betrachten. Ich habe mir deine Statistiken, vor allem U17, U19 und zweite Vertretung vom Rekordmeister angeschaut. Eins können wir mal festhalten, du weißt, wo das Tor steht. Ja. Da war schon einiges mit dabei. Ja. Vorbereitet, ich hätte jetzt die Zahlen alle runterbeten können, aber das waren einige Ja. Tore, die du geschossen hast. Hast du ein besonderes Tor, an das du dich noch gerne erinnerst, aus der Nachwuchszeit oder vielleicht bei der zweiten Vertretung von Bayern? Boah, nee, weiß ich jetzt wirklich nicht aus der Jugend. Da waren immer mal wieder ein bisschen schönere Tore dabei, weil es vielleicht auch ein bisschen einfacher war, aber dann war mal ein Fallrückzieher dabei, ein Trick am Torwart vorbei. Also da war schon einiges dabei, ja. 2015, Bundesliga-Debüt. So, jetzt sitzt du da auf der Bank. Ist schon ein bisschen aufregend, oder? Ich glaube, ausverkauftes Stadion, Werder Bremen. War sehr aufregend, ja. Vor allem, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass ich reinkommen werde, weil ich habe halt auf die Bank geguckt und dachte mir so, okay, ich bin jetzt das erste Mal dabei. Mal ein bisschen reinschnuppern, war nichts Besonderes. Ich saß noch mit meinem damaligen Mitspieler, Gianni Gaudino. Wir waren sehr, sehr gute Freunde in der Jugend.
haben wir eigentlich mehr das ganze Spiel über hinweg gequatscht, weniger jetzt so auf das Spiel geachtet, weil wir halt, wie gesagt, nicht damit gerechnet haben, dass wir überhaupt reinkommen. Ja, und dann wurde ich zum Aufwärmen geschickt mit, damals war es Kimmich, glaube ich. Und dann wurde ich halt ein paar Minuten vor Schluss gerufen und dann habe ich mir doch so gedacht, so, hä, jetzt doch oder was? Ja, und dann hat es halt für ein paar Minuten gereicht, ja. Eingewechselt wurdest du für Arturo Vidal, habe ich glaube, nachgeguckt. Ich glaube, Arturo, ja. Genau. Ein Spieler, der relativ bekannt ist für sein aggressives Spiel vor allem. Ist das was du dir vielleicht auch von ihm mal abgeguckt hast, so ein bisschen dieses bisschen eklig sein auch? Oder ist es eher ein Spieler, an den du dich nicht ganz so orientiert hast, sondern eher ein Joshua Kimmich vielleicht? Also ich glaube, da hat man sich an allen Spielern orientiert, weil da gab es die wilde Mischung, da konnte man sich von jedem was abgucken, ob es von Lewandowski das Tore schießen, von Götze die Technik, von Alonso das Passspiel. Also ich könnte da jetzt jeden einzelnen Namen nennen. Man war einfach froh, da oben dabei zu sein in den jungen Jahren, um sich einfach ein paar Sachen abzugucken, da mal reinzuschnuppern, einfach mal zu sehen, wie weit reicht es für mich. Ja, und sich dann probieren, überall so ein bisschen was rauszupicken. Trainer zu dem Zeitpunkt war Pep Guardiola. Ja. Man sagt, einer der besten Trainer der Welt. Ja. Würde ich auch so unterschreiben. Du auch? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ihr habt eine Sache gemeinsam, und zwar, du hast es gerade gesagt, bei dir war es mit 5 Jahren der Fall, dass dein Papa gesagt hat, okay, geht einfach noch nicht. Da war es aber ein logistisches Thema. Bei ihm war es so, er hat auch ein großes Angebot schon mit 11 Jahren von Barcelona bekommen. Auch abgelehnt, aber mit dem Hintergrund, er sei noch zu jung dafür. Mhm. Das war die Argumentation seines Papas. Würdest du es so unterschreiben, dass du vielleicht auch noch selbst mit 11 zu jung warst? Oder war es für dich eigentlich perfekt, zu dem Zeitpunkt dorthin zu gehen? Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, es war vielleicht perfekt, weil ich es geschafft habe, oben anzukommen. Vielleicht war es aber auch zu spät oder vielleicht war es auch wirklich zu früh. Aber meine Meinung nach ist, man sollte schon relativ früh aus der Komfortzone rausgehen. Wäre ich vielleicht mit 15 dahin gegangen, dann hätte ich den Spaß komplett verloren. Deswegen bin ich schon froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil man einfach die Komfortzone verlässt, mal ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand knallen muss und dann einfach damit lernen muss, umzugehen. Und ich glaube, das war schon, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war das schon ganz okay. Aber gab es auch mal dicke Tränen? Ja, hundertprozentig, klar, vor allem nach Derby-Niederlagen, weil die Nachbarn waren ja, ich will jetzt nicht sagen, das kleine 60, aber das ist halt schon eine andere Hausnummer, Bayern und 60. Und da eine Niederlage, wurde dann halt natürlich ein Drama draus gemacht und dann war das schon, die ein oder andere Träne wurde da schon vergossen oder auch wegen Verletzungen, also so ist es nicht. 2018 ging es dann für dich nach Bochum. Exakt 100 Pflichtspiele, habe ich gesehen. Würdest du den Moment als Durchbruch deiner Profikarriere benennen, als du dann zu Bochum gewechselt bist? Oder war es eigentlich schon der Moment, als du für die zweite Vertretung von Bayern schon gespielt hast? Nee, da noch lange nicht. Auch nicht, wo ich zu Bochum gewechselt bin. Weil am Ende des Tages bringen mir 1, 2, 3 Spiele in der ersten oder zweiten Liga nichts. Man will sich da schon etablieren, sich einen gewissen Namen machen. Und ich glaube, wenn man da schon ein paar Jahre wirklich dabei ist und regelmäßig spielt, dann kann man das erst als Durchbruch benennen. Aber alles nur so diese einmaligen Sachen. Das kann Glück sein, kann Ausrutscher sein. Deswegen war ich weder nach dem Debüt noch nach ein paar Zweitligaspielen, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich habe den Durchbruch geschafft. Jetzt kommt man vom FC Bayern zum VfL Bochum. Wird man da ein bisschen aufgezogen eigentlich? Ja, das ist ja der Starspieler vom FC Bayern, der jetzt gekommen ist, kriegt man da ab und zu mal so ein paar Sprüche gedrückt, oder? Klar, auf jeden Fall, aber wusste ich schon relativ gut einzuordnen, dass ich weit entfernt vom Star bin. Ja, war halt immer wieder nervig, halt auf diese Bayern-Jugend reduziert zu werden, weil man ist da angekommen und dann ist man eigentlich neuer Spieler von Bochum und die ersten paar Monate gingen Interviews nur, ja, Bayern-Spieler und wie war Pep und wie war Ancelotti und wie war der und wie war so und wie war das. Vor allem auch von medialer Seite. Das war schon vielleicht ein bisschen nervig und anstrengend, aber gehört halt dazu. Ich meine, nicht jeder hat das Privileg, bei Bayern zu spielen. Das stimmt, absolut. 2021 mit Bochum den Aufstieg geschafft. Wie feiert denn Milo Pantovic einen Aufstieg in die erste Bundesliga? Boah, das war sehr, sehr wild. Leider war das noch ein bisschen Corona-bedingt, dass keine Fans im Stadion waren, aber da sind noch einige Videos auf dem Handy, wo wir alle in den Pool gesprungen sind, den Trainer reingeschmissen haben und was weiß ich. Also es war schon eine sehr, sehr wilde Zeit. Ja. Aber du kannst dich noch an die meisten Sachen erinnern. Ich kann mich noch an die meisten Sachen erinnern, ja. Okay, das ist schön. Jetzt die Frage erscheint vielleicht ein bisschen komisch, weil natürlich verändert sich etwas in einem Leben, wenn man Profifußballer wird. Das ist für jeden klar. Aber
So für dich persönlich, könntest du eine Sache hervorheben, die sich für dich besonders verändert hat, seitdem du Profifußballer und sehr in der Öffentlichkeit stehst? Vielleicht schaut man anders auf Menschen, die auf einmal in das Leben treten, ob es Freunde sind oder dann auf einmal Familienmitglieder, die sich dann öfters melden. Also das ist dann schon so, wo man vielleicht zwei- und dreimal darauf achtet, wem man alles vertraut in der Hinsicht, weil man dann am Ende des Tages nicht weiß, sind sie an der Person interessiert oder vielleicht an was anderem. Okay, kann ich nachvollziehen. Du merkst, ich versuche schon so ein bisschen in dein Privatleben einzutauchen, Ja, weil gerne, wir gerne. haben festgestellt, auch schon als wir dich verpflichtet haben, da Ja. habe ich es dir, glaube ich, auch schon erzählt, wir haben das Internet rauf und runter gesucht, um irgendwie Fakten aus dem Privatleben von Milo Pantovic zu finden. Wir hatten, ein Fakt war, glaube ich, dass der Angelwelt Meister in irgendwas aus dem Heimatdorf von deinen Eltern kommt. Es gibt nichts. Jetzt habe ich aber letzte Woche mal das Vergnügen gehabt, deinen Bruder kennenzulernen. So, der hat mir zum Beispiel mal wenigstens erzählt, dass du es überhaupt nicht leiden kannst, wenn dich jemand vor einem Spiel besuchen kommt. Warum denn eigentlich nicht? Das weiß ich nicht, dass es so ist. Muss er dir vielleicht nochmal erklären. Nee, eigentlich ist es nicht so. Ich freue mich eigentlich immer über Besuch, weil ich ja aktuell hier auch alleine bin. Habe ich mich auch sehr über seinen Besuch gefreut. Vielleicht ist es so, dass du vielleicht einen Tag vorm Spiel in deiner eigenen Welt so ein bisschen bist und vielleicht schon so probierst, dich aufs Spiel zu konzentrieren. Ich mag Besuch, aber ich mag es dann auch vielleicht am Abend vorm Spiel ein, zwei Stunden alleine für mich zu sein. Aber dadurch, dass ihr vielleicht nicht so viel aus meinem Privatleben findet, ist vielleicht, weil es ganz langweilig ist, keine Ahnung. Ich Das probiere glaube ich da nicht. jetzt nicht irgendwie so ein auf geheimnisvoll zu machen, sondern Privatleben ist Privatleben, Fußball ist Fußball. Ich probiere es jetzt wirklich nicht so irgendwie zu verstecken oder so. Aber ja, findet man vielleicht jetzt nicht so viel. Das stimmt. Hast du ein besonderes Ritual von dem Spiel, wenn du Gar sagst, nicht, 0,0, gar du nicht. willst einfach nur deine Ruhe Nee, haben? nee. Ist vielleicht anstrengend, wenn jetzt 8 Personen in der Wohnung sind und jeder irgendwie von der Seite irgendwas ist, man ist vielleicht ein bisschen hektisch. Ja, vielleicht einfach ein, zwei Stunden am Abend vorm Spiel allein zu sein, ist vielleicht nicht so verkehrt. Ich bin dann mit deinem Bruder nach hinten zum. Also erstmal saßen wir hier oben auf der Tribüne, ihr habt trainiert. Habe ich euch gar nicht erkannt. Genau, da hast du hochgeguckt und dann war ich erstmal kurz skeptisch, ob es wirklich dein Bruder ist, weil du hast hochgeguckt und du hast ihn nicht erkannt. Dann habe ich mich erstmal zur Seite gedreht und habe gesagt, warte mal, bist du Scout von Schalke? Ich habe mich auch ein bisschen geschämt in dem Moment, weil danach sind Trimi und ich rübergegangen und noch ein paar Jungs Freistöße schießen. Und ich habe dich oben im Training gesehen, weil die Tribüne war halt komplett leer und nur du saßt da mit dem weißen Oberteil von Union. Und daneben saß halt irgendjemand und ich dachte mir so, ja, das ist irgendein Mitarbeiter oder keine Ahnung oder Sponsor oder was weiß ich. Dann, wo du rübergekommen bist zu den Freistößen, dachte ich mir so, warum kommt die jetzt wieder rüber? Und dann habe ich erst meinen Bruder erkannt und da dachte ich, oh mein Gott, ich habe den noch ins Gesicht geguckt während dem Training und habe ihn nicht erkannt. Okay, es hat sich dann herausgestellt, es war tatsächlich dein War Bruder. tatsächlich mein Bruder, Bei der Begrüßung habe ich festgestellt, dass ihr, also, oder was heißt festgestellt? Ich habe das Gefühl gehabt, dass du doch ein sehr familiärer Mensch bist. Das ist irgendwie, ich weiß, ich kann gar nicht erklären, warum, aber irgendwie kam das so rüber. Ist es so? Und wenn ja, wie machst du das? Dein Bruder hat mir erzählt, er lebt in Serbien, deine Eltern in München. Du bist jetzt hier alleine, weil ich meine, jeden Abend FaceTime oder wie? Ja, also Familie ist für mich alles im Leben. Also Familie und Gesundheit, da geht nichts drüber. Ja, ich bin mit meinem Bruder ganz normal in München aufgewachsen. Meine Familie ist nach Serbien, nach Deutschland gekommen, wo meine Mutter mit mir schwanger war. Das heißt, die ersten 7 Jahre hat mein Bruder in Serbien gelebt. Und für den ist halt dann Serbien wirklich so richtig Heimat, weil der dort geboren wurde, aufgewachsen ist, alles drum und dran. Und dann war er bis letztes Jahr auch in Deutschland. Wir sind ganz normal zusammen aufgewachsen, zusammen in die Schule gegangen, zusammen Fußball gespielt, also wirklich dieses ganz normale Brüderleben gehabt. Und dann hat er sich halt entschieden, wieder zurück nach Serbien zu gehen. Zum Glück war ich da schon erwachsen und stand mit beiden Beinen schon im Leben, wo ich das dann auch, sag ich mal, so verkraften kann und normal damit umgehen kann. Weil du sagst ja, heutzutage kann man FaceTimen oder halt mal ein spontaner Flug rüber, bist du in 2 Stunden da. Ja, wie gesagt, für mich ist Familie alles. Ich probiere das so eng wie möglich zu halten, den Kontakt so eng wie möglich zu halten, weil wir halt wirklich alles zusammen erlebt haben. Von nichts haben bis jetzt einiges haben. Deswegen, also die Menschen, die mich da diesen Weg begleitet haben, sind für mich schon sehr, sehr wichtig. Ja. Du hast jetzt gesagt, du bist in Serbien nicht groß geworden. Was bedeutet das trotzdem für dich? Du hast auch für die serbische Nationalmannschaft im Nachwuchsbereich gespielt bis zur U21. Was ist das trotzdem für eine Verbundenheit zu deiner Ja, Heimat? ja. Nee, ist auf jeden Fall Heimat, ist meine Muttersprache. Die Religion, da probiere ich ganz normal zu leben, wie die Menschen, die dort auch leben, weil bei uns sind Feiertage an manchen anderen Tagen wie hier. Ja,
dass ich einfach weiß, wo ich herkomme. Ich spreche die Sprache fließend, ich bin oft da zu Besuch, allein dadurch, dass halt meine Familie dort ist. Was war der Rest von der Frage nochmal? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber es war schön, was du erzählt hast. jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was der Rest von der Frage war. Weiß jemand von euch? War gut, die Antwort war trotzdem Next gut. One. Ja, eben. Jetzt habe ich auch den Faden verloren, aber gut, mein Gott, machen wir einfach mit was anderem weiter. Und zwar, du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, ihr hattet gestern frei und ihr hattet auch am Sonntag frei. Ja. So, am Sonntag, ich weiß aus Nachrichten, die ich gestern bekommen habe, dass du Sonntag wahrscheinlich damit beschäftigt warst, wieder zu akklimatisieren. Ja. Wie sieht denn so ein perfekter freier Montag vielleicht aus? Nicht der Sonntag nach dem Spiel, wo man am Samstag gewonnen hat. Perfekter freier Tag, auf jeden Fall erstmal ausschlafen ein bisschen. Dann ganz entspannt irgendwo was frühstücken gehen. Wenn man jetzt in einer neuen Stadt ist, auf jeden Fall die Stadt ein bisschen erkundigen, irgendwo spazieren gehen. Mit Freunden Kaffee trinken, abends schön Abendessen gehen. Also da ist nichts Besonderes oder Extravagantes dabei. Okay, also was ganz Entspanntes. Ganz Entspanntes, einfach mal abschalten, 24 Stunden weg vom Fußball kommen, vielleicht auch nicht so viel über Fußball reden, einfach mal über andere Sachen, die ganz normalen Sachen im Leben. Ist aber jetzt nicht so einfach, wenn ihr macht ja auch viel privat zusammen mit den Jungs, da ist es aber auch nicht so einfach, oder? Dann einfach die ganze Zeit nicht über Fußball zu sprechen? Ist es auch nicht. Oder man redet dann über andere Spiele, nicht unbedingt über unsere, aber wir probieren dann doch schon irgendwie andere Themen zu finden, dass wir jetzt nicht alles auf Fußball reduzieren. Was wäre denn ein Thema, worin Milo Pantovic besonders viel erzählen könnte? Puh, keine Ahnung, da reden wir über Filme, über Serien, keine Ahnung, was gestern Abend war. Milo, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel dich vom Training abhalten und auf deinen Fokus. Ich glaube, ihr habt gleich noch einen Vortrag von Carina, von unserer, ich sage mal Ernährungsberaterin, aber sie würde mir wahrscheinlich den Hals umdrehen, weil das nicht im Fachterminus nicht richtig wäre, sie so zu betiteln. Aber zwei Sachen gibt es immer noch. Mhm. Und zwar eine Frage ist immer, was möchtest du den Unionern vielleicht noch für Geheimnisse erzählen, die ich dich nicht gefragt habe? Es müssen keine Geheimnisse sein, du kannst auch einfach irgendwas anderes erzählen. Was denn zum Beispiel? Nur einen Vortrag über, wie man den Rasen richtig mäht oder so. Ich habe keine Ahnung. Was könnten die wissen? Keine Ahnung. Machen wir es doch so, die sollen noch ein paar Fragen stellen, was sie interessiert. Perfekt. Jetzt so spontan fällt mir nichts ein, da sollen die ein paar Fragen stellen. Ja, super. Dann machen wir gleich im Anschluss einen kurzen Aufsager. Yes. Und dann machen wir mit Milo Pantovic. Frag mich doch. Oh nein, keine Angst, er geht nicht wieder. Ich habe gestern mit seinem Berater telefoniert und Milo, dein Arm ist ja einfach immer so in meinem Gesicht. Ist hier? Ich habe gestern gesagt, dass... Ich habe gestern mit Sören geschrieben und habe gesagt, auch wenn er heute herkommt, dich lasse ich nicht wieder gehen. Der kann gerne nach dem 1.9. wiederkommen, aber hab vorher... Habe ich auch nicht vor. Okay, nicht vor. Sehr gut, Milo. Milo, eine Sache musst du jetzt immer noch machen. Und zwar, hier hinten siehst du die Fotowand. Du darfst jetzt noch ein Foto machen. Und dann darfst du noch einen Aufsager machen und dann hast du es geschafft. Foto von? Nein, nicht vom Stadion. Alle davon zusammen, oder? Wir können auch alle zusammen eins machen. Ich würde sagen, alle zusammen, oder? Los, alle zusammen. Alleine braucht man nicht. Ja, geht es bei dir hier mit diesem Knopfdruck, oder? Na, versuch mal. Warte, okay, wir sind enger zusammen. Oh. Perfekt. So, dabei sein. Milo. So, warte, wir warten, bis Fonsi wieder aus dem Bild ist. Jetzt, Milo. Vielen Dank fürs Interview. Viel Dank Spaß beim Training. Dankeschön. Und maximalen Erfolg am Samstag. Wenn wir brauchen, danke. Und vor allem Glück ein bisschen und so. Und wenn uns alles so gelingt wie am Samstag auf Schalke, dann... Wird es ein gutes Spiel auf jeden Fall. Genau, dann gelingt uns vielleicht ein Wunder, weil so würde ich es mal betiteln. Ja, gerne. Habe ich nichts dagegen. Vielen Dank. Gerne.